Gestern ist komplett eskaliert. Wir waren in Ulm auf der Donau mit unserem Boot. Und da waren tausende Boote. Und wir haben euch mitgenommen. Passt auf, wir haben uns alle versammelt an einem Strand. Und dann ging es los. Alle haben darauf gewartet, auf den Startschuss. Wir waren eine der ersten, die sich getraut haben ins Wasser. Und dann kamen alle Boote auf einmal und es gab erstmal eine riesige Wasserschlacht. Das bedeutet, hunderte Leute haben angefangen, einfach nur Wasser auf sich draufzuschütten. Von links, von rechts. Alter, wir waren komplett nass. Und dann gab es den größten Stau auf der Donau. Tausende Boote haben sich versammelt und es ging gar nichts mehr. Schaut mal, wir waren stecken geblieben. Wie es weitergeht, seht ihr morgen.